einzig Neue an dem Konzept der Willensfreiheit ist, dass die Hirnforschung sich in diese Frage einmischt. Ob das gut oder schlecht ist, möchte ich jetzt gar nicht beurteilen. Ich bin eher der Auffassung, dass wir da nichts zu suchen haben in diesen Problemen. Das hat ja meine Vorrednerin schon angedeutet. Schopenhauer hat das ja unnachahmlich klar in seiner Welt als Willen und Vorstellung die wesentlichen Probleme, die wir besprochen haben, abgehandelt. Ihm war vollkommen klar, dass das Gehirn alles, natürlich auch die Willens- und die Entscheidungsfreiheit, determiniert. Und was ihm auch klar war, das sehen Sie am nächsten Bild, was ihm auch klar war, ist, dass Willensfreiheit, und ich möchte das dann noch an einigen Patienten illustrieren, oder Wille, ich sollte sagen Willensfreiheit, dass der Wille eine Konsequenz der Tatsache ist, dass wir früh, etwa ab dem halben Lebensjahr vielleicht schon intrauterin, also im Mutterleib, den Zusammenhang zwischen unserem Verhalten und den Konsequenzen des Verhaltens erkennen. Erkennen heißt, dass das Gehirn eine Verbindung herstellt, eine assoziative Verbindung zwischen dem, was wir tun und was daraus folgt. Und aus diesem assoziativen Zusammenhang entwickelt sich natürlich dann später die Antizipation, die Vorhersage der Konsequenzen, und daraus entwickelt sich Willenshandlung. Das heißt, unser Wille hängt vollständig davon ab, wie wir in früher Zeit, das wurde ja auch schon jetzt mehrfach gesagt, in früher Zeit diesen Zusammenhang, wie unser Gehirn diesen Zusammenhang zwischen Akt und Konsequenz erlebt. Das heißt, der Wille in diesem Sinn ist immer nur dann ein Wille und damit auch ein freier Wille, wenn dieser Zusammenhang zwischen unserem Verhalten und dessen Konsequenzen gegeben ist. Und ich werde Ihnen einige Fälle zeigen, und Psychopathen sind nur ein Beispiel dieser Fälle, bei denen eben dieser Zusammenhang entweder gestört ist, oder ich werde Ihnen extreme Krankheiten zeigen, bei denen eben dann dieser Zusammenhang verloren geht. Und dann geht der Wille auch verloren. Freie Wille, Moral, Verantwortung und Bewusstsein sind philosophische, nicht hirnbiologische Probleme. Ihre Ursprünge haben sie im Common Sense und im Recht. Also Probleme, die im täglichen Leben auch ohne jede Wissenschaft gefragt sind und seit tausenden Jahren unterschiedlich beantwortet werden. In dieser alltäglichen Problemlage, also in diesem Common Sense-Diskussion, sehen wir Freiheit und freien Willen und Indeterminismus eng mit moralischer Verantwortlichkeit verbunden an. Ohne eine gewisse Wahlfreiheit sind wir nicht verantwortlich. Natürlich kann ich mir rechtliche Verantwortlichkeit, und das hat ja meine Vorrednerin auch schon angedeutet, auch ohne Willensfreiheit denken. Die Kompatibilisten, zu denen ich wohl auch gehöre, sehen diese beiden Dinge durchaus vereinbar. Ich kann also moralisch verantwortlich sein, auch wenn ich nicht anders handeln kann, als mir von Genen und Umwelt und Gehirn diktiert wird. Und wenn ich Schopenhauer richtig verstanden habe, was ich nicht genau weiß, weil er nicht so einfach zu verstehen ist, meint er gerade exakt das. Die Neurowissenschaft charakterisiert den freien Willen als eine Illusion. Der Rest der denkenden Menschheit, vor allem Politik, Recht und vermutlich viele von Ihnen, entrüsten sich mit Recht darüber. Die Experimentalpsychologen sind sich einig, dass wir Willensfreiheit und Wahlfreiheit als gesellschaftliche, kollektive Institution stets neu erfinden müssen, um eben den sozialen Alltag zu bewältigen. Wir könnten den Alltag überhaupt nicht bewältigen, wenn wir uns als völlig determiniert ansehen würden. Dieses erfundene Konzept der Willensfreiheit erlaubt uns, im Alltag hin und wieder moralisch zu handeln und dies vor allem von anderen zu fordern. Der Glaube an die Willensfreiheit ist, auch wenn es eine Illusion ist, hilft uns unabhängig vom sozialen Druck, unabhängig von dem gegenwärtigen sozialen Druck zu handeln. Nicht alle haben im Nationalsozialismus oder ähnlichen kulturellen und politischen Drucksituationen entsprechend diesem Druck gehandelt. Einige haben aufbegehrt und dies mit dem Leben bezahlt. Also in diesem Sinne dachten sie sich als frei, obwohl natürlich ihr moralisches Handeln in dieser Situation lange vorher in ihrer Jugend durch die entsprechenden Lernprozesse, durch ihre Erziehung, christlich-kommunistische Erziehung, determiniert war. Also, Neurowissenschaft kann nie beweisen oder widerlegen, ob das Universum oder das Gehirn deterministisch oder indeterministisch ist. Im Nervensystem finden wir beides.
Im Nervensystem finden wir alles. Wir finden völlig vorhersagbare Vorgänge. Wir finden chaotisch deterministische, also hin und wieder vorhersagbare Prozesse. Und wir finden vollkommen unvorhersagbare, zufällige Abläufe und neuronale Vorgänge. Ich zeige Ihnen da nur ein Beispiel aus dem täglichen Leben. Das wäre so ein chaotisch deterministischer Vorgang, also ein Wassertropfen, der, wir können, wie eine Welle, wir können zwar nicht vorhersagen, wann sie exakt kommt, aber wir können ungefähr vorhersagen, welchen Rhythmus sie kommt. Hier sehen Sie zum Beispiel die Intelligenz, den Intelligenzquotienten. Wenn man die Gehirnprozesse von intelligenten Leuten und weniger intelligenten Leuten untersucht, dann sieht man, dass wenn die weniger Intelligenten und die Intelligenten, hier sind also die, das sind die Hochintelligenten, das sind die, sagen wir jetzt mal, ich sage ein bisschen abfällig, die Dummen, wenn man die beiden etwas tun lässt, gibt es keinen Unterschied zwischen den beiden. In dem Moment, wo die beiden aber ruhig sitzen und gar nichts tun, vor sich hinschauen, vor sich hin fantasieren, dann zeigt sich ein großer Unterschied. Bei den Gescheiten laufen die Hirnprozesse deutlich unvorhersagbarer ab. Bei den Dummen sind sie sehr viel leichter vorhersagbar. Die Probleme mit der Willensfreiheit, und das hat Gerhard Roth sich ja Ihnen gestern schon angedeutet, resultierte aus neurowissenschaftlichen Befunden, die scheinbar perfekt Verhalten aus vorausgegangenen Situationen vorhersagten. Dass es also möglich ist, vorherzusagen, bevor ein Verhalten auftritt, wann es auftreten wird, was auftreten wird und mit welcher Intensität es auftreten wird. Wir sind da natürlich nicht bei 100% angelangt, aber wie Sie gleich sehen werden, doch einigermaßen auf dem richtigen Weg, dass also Verhalten vorhergesagt werden kann und Entscheidungen vorhergesagt werden kann, lange bevor sie uns bewusst werden. Das ist ein Beispiel eines solchen Vorhersage, eines solchen Vorhersagesystems. Das sind also die, so sieht es in Ihrem Gehirn aus, wenn Sie eine Entscheidung treffen. Das ist ein Bild aus dieser berühmten Arbeit von Libet. Lange bevor, hier treffen Sie die Entscheidung. Hier bereiten Sie sie vor und hier führen Sie sie aus und dann löst sich das, die Spannung sozusagen im Gehirn. Sekunden bevor, Sekunden oder je nach der Handlung, die Sie haben, lange bevor Sie die Entscheidung treffen, die kaum erkennbar ist, bei genauer Betrachtung kann man sie dann erkennen, lang bevor Sie die Entscheidung treffen, wird sie im Gehirn vorbereitet. Spontane, automatische Entscheidungen nicht. Wenn Sie also einfach irgendwas Automatisches tun, sehen Sie diesen langen Vorbereitungsprozess nicht. Daraus schloss man also oder schließt man mit Recht, dass alle unsere oder fast alle unsere bewussten Entscheidungen durch nicht bewusste Hirnvorgänge verursacht werden. Wenn das richtig ist, dann müssten diese neuronalen Vorgänge, die Entscheidungen erzeugen, manipulierbar sein. Wenn sie das sind, wäre damit bestätigt, dass in der Tat diese Vorgänge, die diesen elektrischen Änderungen im Gehirn zugrunde liegen, Entscheidungen erzeugen. Nicht, auch hier wiederum nicht 100%, das ist möglich. Wir können also die Hirnvorgänge, die Sie jetzt gesehen haben, diese elektrischen Vorgänge, die ihren Willen determinieren, können wir von außen an das Gehirn ranbringen. Das sind ja nur elektrische Vorgänge. Jeden elektrischen Vorgang kann ich in einer Batterie oder in einem Netz erzeugen. Wenn ich weiß, wie der Vorgang im Gehirn ausschaut, der meinen Willen determiniert, und ich bringe ihn in das Gehirn hinein, artifiziell hinein, dann muss der Willensvorgang auftreten, wenn die Logik der Hirnforschung stimmt. Leider stimmt sie. Also hier sehen Sie das, wie wir das machen. Wir bringen dann, wir gehen, Sie haben ja gesehen, diese Vorgänge, die unseren Willen determinieren, sind elektrisch negativ. Das heißt, sie bestehen darin, dass die Zellen sich an einer bestimmten Zelle aufladen. Und wir bringen jetzt einen Strom, der genau das an den Zellen tut, an das Gehirn ran. Wenn wir dann Leute bitten, machen Sie doch bitte freiwillig irgendwas, drücken Sie einmal da oder drücken Sie einmal da, wie Sie wollen. Sie sollen jetzt das machen, was Sie spontan wollen. Und gleichzeitig setzen wir das Gehirn, das merkt man nicht, diesen Strom, der ist so schwach, dass man ihn nicht merkt, wir setzen das Gehirn gleichzeitig unter Strom. Und zwar unter genau dem Strom, wo wir wollen, dass eine bestimmte Handlung erzeugt wird. Also in diesem Fall will ich, dass einmal die Person mit der rechten Hand was macht und einmal mit der linken Hand was macht. Also sage ich der Person, bitte machen Sie, was Sie wollen, und dann schalte ich aber den Strom so ein, wie ich es will. Und die Folge
ist, dass die Person das tut, was ich will. Wo war das Bild jetzt da? Ja, hab's nicht da, ist ja egal. Fakt ist, dass wir damit die Verhaltensweisen der Person zwar nicht hundertprozentig, im Moment nicht hundertprozentig, aber es ist nur eine Frage der Zeit, hundertprozentig determinieren können. Wir können also, wenn Sie die Personen hinterher fragen, haben Sie jetzt frei gehandelt oder nicht, Sie haben doch immer die linke Hand verwendet, dann sagen die meisten Leute, nee, ich habe das gemacht, was Sie gesagt haben, ich habe frei gehandelt. Faktisch war das nicht der Fall, was übrigens zeigt, dass wir uns eben in der Regel Illusionen über die Freiheit unseres Willens machen. Wenn das so ist, dann müssten wir auch Psychopathie mit Strömen beeinflussen können. Ich weiß noch nicht, ob das gehen wird, aber wir probieren das natürlich logischerweise. Was aber zu gehen scheint, ist, dass man ein wesentliches Element der Soziopathen oder Psychopathen beeinflussen kann, nämlich ihre Tendenz, uns immer anzulügen. Wenn ich also diese Ströme, von denen ich jetzt gesprochen habe, eine Lüge entsteht natürlich durch viele Prozesse. Ich vereinfache das jetzt natürlich einfach, um das Problem Ihnen zu charakterisieren. Eine Lüge, Lügen wird natürlich vor allem dadurch möglich, oder auch die Wahrheit wird dadurch möglich, dass vor allem diese Teile des Gehirns eben sozusagen Prozesse blockieren, die, wenn Sie also die Wahrheit sagen wollen, und Sie wollen an dieser Stelle die Prozesse, die zur Wahrheitsäußerung führen, müssen Sie eben diese Hirnteile aktivieren. Sie brauchen das frontale, dieses vordere System, um sozusagen Tendenzen, die die Wahrheit verhindern würden, zu unterdrücken. Wir unterdrücken nun artifiziell die Tätigkeit dieses Hirnteils. Das heißt, wir legen diesen Teil des Gehirns, der in diesem Fall für die Wahrheitsfindung verantwortlich ist, durch einen in diesem Fall negativen Strom lahm. Der negative Strom bewirkt hier, dass dieser Gehirnteil, ohne dass Sie es merken, unterdrückt wird. Und die Folge ist, dass Sie unter diesen Situationen deutlich mehr lügen können und dass Sie auch deutlich weniger Schuldgefühle haben. Das heißt, wir erleichtern Ihnen den Weg zur Psychopathie, indem wir eben sozusagen die Hirnteile, die der Wahrheitsfindung dienen, einfach ohne dass Sie es merken, unterdrücken. Jetzt möchte ich eigentlich aufs Thema des Vortrags noch kurz eingehen, aber das kann ich kurz machen. Nämlich auf die Verbrecher. Aber Sie sehen das im Film auch. Das Problem des Verbrechens ist kein kognitives Problem, es ist ein emotionales Problem. Ich gehe auf die Details nicht ein, denn das haben Sie aber, das hat ja Gerhard Roth auch schon gestern erzählt, es ist die Mangel an Furcht, die hier die Psychopathie determiniert. Musil hat auch das schon gesehen, und wenn Sie im Mann ohne Eigenschaften so ab Seite 1000 anfangen zu lesen, wenn Sie je so weit kommen, dann werden Sie die Geschichte von Moosbrugger lesen, die da ist auch wieder so 500 Seiten. Das ist die schönste Geschichte über Verbrechen und Psychopathie, die es meines Wissens gibt. Bevor ich aber über unsere Psychopathen rede, möchte ich doch noch einmal betonen, was auch Hannah Arendt in der Analyse Eichmanns und anderer Kollegen aus dieser Zeit erzählt haben. Der gefährlichste Verbrecher ist unser Mitmensch, unser Nachbar. Und wir reden hier immer in einem demokratischen System wie diesem, reden wir von den Psychopathen. Das sind die, die wir im Gefängnis finden. Aber es wurde ja schon von Frau Rosenzweig angedeutet, die Erfolgreichen finden wir nicht im Gefängnis, sondern in den oberen Riegen. Aber selbst das ist nicht das Problem. Das Problem des Verbrechens ist nicht nur ein Problem der Psychopathie. Das Problem des Verbrechens ist natürlich auch eine Frage, wie weit kann der Nicht-Psychopath gehen? Und die Antwort hat Milgram, ein amerikanischer jüdischer Psychologe, schon vor Jahrzehnten gestellt. 70% von allen, die wir hier sitzen, ist in der Lage, nicht nur seine Nachbarn, sondern ganze Horden von Nachbarn, einschließlich Kinder, umzubringen. Das ist das wirkliche Problem, das wir im Gehirn zu lösen haben. Aber Hannah Arendt hat das nicht hirnphysiologisch, sondern soziologisch, meine ich, sehr befriedigend beantwortet. Ich meine nur, wir müssen unsere Aufmerksamkeit auch ein bisschen weg vom Psychopathen auf uns selbst, die angeblichen Nicht-Psychopathen, lenken und uns fragen, kann die Hirnwissenschaft dazu was beitragen, uns zu erklären, warum wir in der Lage sind, andere Leute umzubringen? Alle, fast alle. Nun, der Magnetresonanzding ist ein schönes Instrumentchen. Hier sehen Sie eine gesunde Leute, hier sehen Sie diese Schwerstverbrecher. Während Sie eine außerordentlich unangenehme Situation vorhersagen und Sie sehen mit freien Augen, da oben bei Ihnen leuchtet was und hier leuchtet nichts. Das ist der Orbitofrontalkortex, da unten, da ist auch Stille.
Und da hinten, da in der Amygdala, ist es gar nicht so schlimm, wie Hans Markowitsch gerade gesagt hat, bei den Schwerverbrechern am Anfang leuchtet die sogar ein bisschen auf. Das Problem ist, dass bei denen das sofort wieder verschwindet. Also die Angst wird nicht gelernt, weil die Amygdala ihr Leuchten sofort wieder aufgibt. Gut, ist ja nicht neu, haben Sie jetzt auch mehrfach gehört. Wir wissen also, woran es liegt, neben vielen anderen Dingen. Es liegt also daran, dass dieses Gehirn still ist. Und ich sage bewusst still. Denn entweder, es kann nicht gestört sein, und Hans Markowitsch hat ja einige Leute gezeigt, die Tumoren hatten. Die Leute haben gar nichts. Wenn man nicht nachschaut, ist die Amygdala bei denen ein bisschen geschrumpft. Der Frontalkortex ist auch ein bisschen geschrumpft. Aber wenn man den Brüdern einheizt, wächst es wieder. Man muss ihnen nur lang genug einheizen. Und deswegen sage ich bewusst hier still. Diese Hirnteile sind still. Warum sage ich das? Weil nachdem wir diese Leute untersucht haben, eben dann gesagt, gut, wenn es an den Hirnteilen liegt, wenn das ein wichtiger Faktor ist, dann muss ich ihm die wieder aufwecken. Und wenn ich sie wieder aufwecke, dann müsste eigentlich dieses Verhalten verschwinden. Und wenn das nicht ist, dann ist die Hirnforschung, dann brauchen Sie sich auch nicht hier versammeln, dann sind Gerhard Roth und ich arbeitslos und Herr Markowitsch auch. Was wahrscheinlich kein großer Schaden für die Menschheit wäre. Wir haben dann einige gesunde Leute, aber auch einige der Verbrecher, die in Freiheit waren, in eine Milgram-Situation gebracht. Das heißt, wir haben dann geschaut, welche Areale sind es, die mit Reue und mit Hemmung zu tun haben, und haben dieses Experiment wiederholt, indem ein Proband einen anderen Proband schädigen muss. Das ist natürlich alles gestellt, wie so üblich in der Experimentalpsychologie. Und dann sieht man eben ein Hirnareal, das hier in der Mitte des Gehirns liegt, das nur dann aktiv ist, wenn die Personen niedrig psychopathisch sind und wenn sie hinter dem Experiment, wenn sie andere Leute geschädigt haben, hinterher sagen, ich habe zwar das gemacht, was ihr gesagt habt, aber ich habe mich nicht gut dabei gefühlt. Ich mache zwar immer, was man mir sagt in so einem Experiment, und das haben die Leute beim Milgram auch gesagt, nachdem sie andere umgebracht haben, aber angenehm war die Geschichte nicht. Und man kann also diese Leute, die dieses Gefühl haben, sehr gut von denen mit hoher Psychopathie unterscheiden, wenn man diese Hirnareale ansieht. Wir haben also eine Gruppe von Hirnarealen zur Verfügung, die still sind, die nicht aktiv sind, und wir müssen sie wieder wecken. Das ist die Aufgabe der Neurobiologie zusammen mit der Psychologie, Pädagogik und so weiter und so weiter. Und ohne die Psychologen, ohne die Pädagogen, ohne die Erzieher, ohne die Eltern kriegen wir das nicht hin. Aber es geht, wir setzen dann diese Verbrecher in diese Maschinchen und wir zeigen ihnen dann ihre Gehirnaktivität aus der Stelle, in der sie nicht vorhanden ist oder nur hin und wieder kommt. Und die Aufgabe, das kann jeder von Ihnen in 20 Minuten, Ihre Aufgabe ist, diesen Hirnteil, der entweder unteraktiv ist oder überaktiv ist, ist sehr egal, diesen Hirnteil dadurch zu verändern, dass Sie dieses Ding hier rot machen. Und das machen Sie dadurch, indem Sie das Blut in Ihr Gehirn, in diesen Hirnteil hineinbringen. Wie Sie das machen, interessiert uns vorerst nicht, jeder kann es. Sie machen es eben über Wille. Sie machen es dadurch, dass Sie gelernt haben, dass bestimmte Gedanken, Vorstellungen, Emotionen von den gewünschten Konsequenzen gefolgt sind, und so lernen Sie auch das, meistens nicht bewusst. Kann jeder von Ihnen, außer die Schizophrenen. Und hier sehen Sie also, dass das gelingt. Nachher, vorher und nachher zeigen wir dann Gewaltsituationen oder negative Situationen, positive Situationen und bitten die Person, genau das in ihrem Gehirn zu produzieren, was sie vorher gemacht hat. Wir bitten sie also, diesen stillen Gehirnteil in Gang zu setzen. Und dann müsste sich das Verhalten ändern, und das tut es auch. Hier sehen Sie die Psychopathen, die brauchen sehr viel länger. Die meisten von Ihnen, die Nicht-Psychopathen und Nicht-Schizophrenen unter Ihnen, können das etwa in 2 Sitzungen. Diese Schwerstverbrecher brauchen etwa 11 Sitzungen, aber dann können sie es alle. Alle haben am Schluss dieser Untersuchung ihr Gehirn ordnungsgemäß wieder in Aktion gebracht, und zumindest in dem Test haben sie dann auf diese unangenehmen Reize mit unangenehmen Ekelgefühlen reagiert, genau das, was wir wollten. Jetzt werden Sie mich fragen in der Diskussion, würden Sie deswegen die Kollegen hier aus dem Gefängnis entlassen? Meine Antwort ist nein. Natürlich noch nicht. Zuerst würde ich natürlich wissen wollen, ob das ein langfristiger Effekt ist, Sie wissen, ob das zu Hause auch funktioniert und so weiter und so weiter. Das sind aber nur noch technische Fragen. Die Grundfrage ist meiner Meinung nach damit gelöst, nicht gelöst, aber einer Lösung näher gebracht, dass
die Wiederaktivierung der Hirnteile, die uns potenziell zu Verbrechern stempeln, im Prinzip bei dem geeigneten Lernprozess wieder in Gang zu bringen ist und wieder wiederherstellbar ist. Und damit möchte ich mit einem jiddischen Spruch schließen: Das alles macht mir große Hoffnung, vor lauter Hoffnung wäre ich noch Meschugge. Vor lauter Hoffnung wäre ich verrückt.